So, herzlich willkommen zurück zu Catherine. Wenn bei Part 1 jetzt ein paar Framerate-Probleme waren, tut es mir leid. Ich habe leider nicht gesehen, dass der Laptop da vielleicht einen Neustart braucht. So, jetzt kommen wir zum zweiten Gameplay-Teil. Also ich schätze mal, dass es der zweite Gameplay-Teil ist, weil ich habe nur mal das erste Level angespielt. Und zwar hat das Spiel so eine Dating-Social-Komponente. Wir haben jetzt ein Handy zum Beispiel. Und genau, die Omnient Voice hat uns jetzt gesagt, dass wir SMS beantworten können. Da können wir das Handy auch speichern, zeige ich euch gleich. So, wir haben hier unser Handy. Wir haben jetzt hier Awards, wahrscheinlich sowas wie Achievements. Dann das Diary zum Speichern, das benutze ich auch gleich und überspeichere den ersten Spielstand. Ihr seht schon, da haben wir 21 Minuten gespielt. Also ungefähr ist gerade bis hier. Ziemlich, wir haben, glaube ich, die eine SMS beantwortet, die wir da hatten. Weil man kriegt SMS. Zum Beispiel, oh, ich wollte eigentlich gerne die SMS beantworten. Danke, Spiel. Marriage, huh? I figured this would happen eventually, but just change jobs. I don't want to give her trouble. You got mail. Spam? Ja, wir kriegen auch Spam aufs Handy und zwar in dem Fall jetzt hier. Du hast es geschafft. Bla bla. Wir haben das erste Ding freigespielt und so. Ja. Aber wir haben jetzt auch hier eine. Das ist auch Mitternachts. Venus ist diese Ding, ist die Spam-Song. Hier ist die How to use the Handy, aber zeige ich es euch einfach direkt mal. Hier, die Mail ist vom 1. April und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Spiel sozusagen das Originaldatum rauszieht. Ich nehme mal stark an, weil heute ist der 1. April an dem Aufnahmetag. Ich weiß nicht, wann dieses Ding online geht. Und hier ist eine Mail von Catherine. So, wie schon gesagt, ich treffe mich zum Essen mit alten Freunden. Schon komisch, die meisten sind bereits verheiratet und die Hälfte hat bereits Kinder. Alle zeigen Fotos von den Familien herum und irgendwie fühle ich mich dadurch als Außenseiter. Vielleicht wird es für uns auch Zeit, aus der Kuschelecke zu kommen. So, wir können jetzt zurückgehen und antworten. Wenn wir antworten, können wir Zeilen schreiben. Ich kann sie auf Eingabe drücken und dann schreibt er, stört dich das? Ich kann das löschen und nochmal drauf drücken und dann kommt, du denkst zu viel nach. Also es gibt hier immer so ein paar Phrasen, stört dich das, kann ich zum Beispiel schreiben, oder du denkst viel nach und wir können uns überlegen, je nachdem wie wir antworten, geht so ein Balken in Richtung von gut oder böse, wie bei Mass Effect und was auch immer, bei all diesem Spiel mit diesem gut-böse Balken. Und stört sich das zum Beispiel, darüber mache ich mir auch manchmal Gedanken, das klingt sehr nett, vielleicht sollten wir darüber reden. Also man kann sich so ein bisschen im Spiel in zwei Richtungen entwickeln und dementsprechend ändert sich auch die Geschichte. Und ich bin einfach mal, ich spiele mal das Spiel so, einfach mal als Mr. Nice Guy zu spielen, schreibe mal das. Gute Nacht gibt's, dann gibt's, was gibt's noch? Komm gut nach Hause, ja, ist noch ein bisschen netter sogar. Und das möchten wir senden. Und dann seht ihr schon rechts, zack, den englischen Teufelchenbalken und es wird versendet. So, dann machen wir hier das Handy wieder zu. When certain words and actions change Vincent's inner ideas, a meter will be shown. Vincent's words and actions will affect the story. Remember it. Bringing up her parents out of the blue? It's not like her. It's late. So, das wird der tolle Ladebildschirm mit der Uhrzeit, die sich dann immer anpasst zur Zeit, die wir gerade innehaben. Ich muss noch ganz kurz an den Laptop, weil da eine Nachricht aufploppt. Ich hoffe mal, es hat die Aufnahme nicht beeinflusst.
So, 0.47 Uhr. Nightmare, second day. Ah, it's you. What are you waiting for? So, das scheint eine Art Levelauswahl zu sein. Ich kann mich nicht bewegen, also ich denke mal, wir müssen das Level da spielen. Stage 2, Prison of Despair, Kerker der Verzweiflung, erste Etage. Okay, dann wird das wahrscheinlich der Kerker der Verzweiflung sein hier. Bewegen kann ich immer noch nicht. Wahrscheinlich lädt es, ich habe keine Ahnung. Start macht auch nichts. Ja, es lädt. Where am I? Last night's dream? Again? The hell? I was at the bar and this girl came in and then... Damn, I can't remember. What's going on? Okay, so ich mach kurz hier mal hier die Pause und gucken, ob ich die Audiosache hier ein bisschen geregelt krieg. Nein. Okay, dann müssen wir damit leben. Aber ich kann das Spiel auch leichter stellen im Optionsmenü, das ist sehr großzügig. Also gut, dann schauen wir mal, wie wir hochkommen. Erstmal hier müssen wir nichts verschieben, da passt alles. There are several types of blocks, such as cracked blocks and heavy blocks. Whenever you see a new block, proceed with caution. Okay, das dürfte so ein cracked Block sein. Jawohl, ja. Das ist ein schwerer Block da drüben wahrscheinlich. Ja. Was der macht, weiß ich allerdings nicht. So. Ich ziehe den hier mal raus, dann kann ich hier rüber klettern, dann da hoch. Raus. You know you can hang from blocks, right? It's a really useful technique. If there's nothing to stand on when you pull a block out, you'll hang from the edge. If you try to move to a space without a block, you'll hang as well. Try from there, you can move around. It's a useful way to maneuver. Okay, das heißt, wenn ich jetzt nach unten drücke, hänge ich mich fest? Nee. Okay. Der meint doch das, wenn du den rausziehst, ist der, oder? Ja, vermutlich. So, wie komme ich da hoch an das Gelbe? Ich kann die schweren Blöcke nicht ziehen. Das heißt, oh, okay. So vielleicht? Ja. Man muss rumklettern. So, und hier ist ganz klar, da, so treppenmäßig. Da ist wieder ein Kissen. You can't see ahead of you. Try looking around. You might find an easy path up. Use the right stick to look around. If you're stuck, take a look around before moving on. Okay, schauen wir uns mal um. Gott, was soll mir das bringen? Ich versuche jetzt einfach mal, mich da clever durchzuarbeiten, irgendwie. Indem ich hier Sachen rausziehe. Du kannst hier eine Treppe vorne. Richtig, so hoch wie es halt möglichst geht. Oh nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht pushen. Das wäre jetzt uncool. Ja, aber noch komme ich da durch. Und zwar, wenn ich den hier nämlich ziehe, kann ich darüber klettern. Wenn ich halt runterfallen muss, gucken, wie ich wieder hochkomme. Aber die Glocke scheint nahe zu sein. Blocks all at once too. Rows of blocks can be pushed together. There's no limit to how many blocks you can move at once. Okay, das heißt, wir können die alle auf einmal nehmen. So. Das war gut. Okay, noch eins weiter. Da kommen wir auch an das Geld ran. Und da ist ein Checkpoint. Das heißt, die Glocke ist nur ein Checkpoint? Nö, du bist schon fast ganz oben. Aber es ist, ich sag, wenn man stirbt, dann darf man hier weitermachen, also... So, jetzt schau ich mal, ob ich noch ein bisschen an das Geld rankomme. Haha! Gut gemacht. You've come pretty far. Good job. I'll see you at the landing. Everybody else is there too. Who's everyone? Ja, welche anderen? Das ist die gute Frage. Blockreihe verschieben? Oh ja. Nee. Oh. Hä? Verschieb dir mal weiter jetzt. Weil dann bleibt der an der Kante hängen und dann kannst du rüberklettern, glaube ich. Warte, ich muss. Das sollte funktionieren. Das war so. Ah, doch, du kannst sie. Wenn du die Reihe jetzt wieder rüberschiebst. Ja, komm komplett, ich dahin. Dann kommst du hin. Wow, okay. Ah, fuck it. Aber so geht's. Ja, funktioniert. Gut gemacht. Ah, Gott sei Dank. Kein Stress. Ich dachte, wir müssen einfach durch die Tür und dann ist alles super.
Ja, wir haben noch relativ viel Safety-Bonus hinter uns. Und? Yay, Gold und so. Gut gemacht. Ich glaube, es nochmal ein Level gibt, ob wir aufwachen. Looks like you survived. Who are you? A sheep? Do I look like a sheep? You're the sheep. Everybody here is a sheep but me. I don't recognize that voice. Who are you? Where the hell is this place? Wish I knew. One thing's for certain, though. If we don't run, we're going to be killed. Killed? If you see this place once, it's all over. You'll keep coming back every night. Every night? You're kidding me. We all have the same fate here. If you don't want to die, you've got to climb. So if I climb, I'll be saved? There's no guarantee. Take a look at that. See that bell? It's like a church or something. A church? If we can reach the top, there may be a way to escape. So there is a way out. Like I said, there's no guarantee. But we've got to believe. It keeps us sane. Those who panic die first. Quit with all the dying stuff. I'll do whatever you say. Just help me. Look, from here on out, I'm afraid you're on your own. I'm going now. No, wait. You hurry too. Hey! Can't be serious. Das heißt, wir sind auch ein Schaf, wahrscheinlich, da haben auch die Hörner. Und die anderen sehen uns auch als Schaf. Das heißt, die haben alle den gleichen Traum gerade. Wir können hier speichern. Übrigens, wenn es mal eine Bar gibt, die Stray Sheep heißt, dann gehe ich da regelmäßig hin. So, das ist ein guter Punkt, um Cut zu machen. Dann cutten wir mal kurz.